Hallo und herzlich willkommen heute mit einem Replay vom Panther. Ja, dieser deutsche mittlere Panzer, der eigentlich viel zu selten gezeigt wird, steht heute im Mittelpunkt auf der Karte Wadi und wird hier von Rooney 153 gespielt. Er ist aber nicht alleine, sondern nein, er wird auch noch von einem Kameraden hier hinten im T29 unterstützt. Ja, schauen wir mal, was er so macht. Erstmal macht er das, was eigentlich mittlerweile von dieser Seite zum guten Ton gehört. Und zwar hier diesen Hang hochfahren. Von der anderen Seite wird es ja auch gern praktiziert. Da gibt es dann praktisch hier drüben den Hang. Und da wird dann hier, also da, das wirklich hier, sieht man es da, wo hier jetzt die hochkommt. Auf der anderen Seite gibt es genau das gleiche nochmal. Und das ist bei beiden Seiten so der Place to be. Da, wo es richtig rund geht und wo richtig was passiert. Noch hat er aber hier nichts zu tun, aber das wird wohl nicht mehr so lange dauern. Bis er hier auch Arbeit bekommt. Auf den M6 auf jeden Fall kommt er mal nicht drauf. Keine Chance. Hier wird es jetzt auch ein bisschen voller. Sein Kompagnon kommt dazu und noch ein KV-85. Da unten ist der IS-3, da müssen wir jetzt aufpassen. Der T29 macht es dann nicht so clever. Der bleibt nämlich mit dem Heck da so stupide stehen. Hat jetzt Glück, dass der IS-3 auf den Panther hier zuerst geht. Panther hat natürlich eine sehr schnelle Reload-Zeit. Aufgrund natürlich der eher geringen, des geringen Schadens. So, jetzt hat er seinen T29 ein bisschen zurückgezogen, weil jetzt kann er erst wieder schießen. Also, T29 verschießt. Also, der ES3, der macht hier gute Action. So, und jetzt mit dem nächsten sollte er weg sein. Ne, immer noch nicht ganz. Ah, noch. Jetzt ist er weg. Und leider ist da sein Mate schon rausgenommen worden. Ja, der ES3 hat es hier gut gemacht. Muss man wirklich lassen. 1 zu 5. Alter Schwede, 1 zu 5 steht schon. Das ging jetzt verdammt flink. So. Jetzt hat er seine Premium-Schüsse aufgebraucht. Das heißt, jetzt geht's mit normal weiter. So, der Komet hat da auch einen abbekommen. Aber wie gesagt, man muss halt einfach so unglaublich viel schießen, dass man auf einen Damage kommt. Schöner Schuss. 1 zu 7. Alter Schwede. So, da hinten Oni. Und da unten kommt jetzt ein Panther 2 an. Der Nachfolger von seinem hier so gesehen. Ah, vom Löwen. Der steht ja praktisch hier. Oh, falscher Löwe. Da unten steht er. Ganz falsch geguckt. Also, da hat er jetzt schon unglaublich viel Arbeit. Ah, jetzt von da oben. Der Patton KR M46. So. Zu 8, also der Gegner liegt hier ganz entspannt vorne. Aber er wirkt hier fantastisch, also er hat einen guten Blick in der Regel, muss man ihm wirklich lassen. Da ist der Panther. Ne, diesmal ausnahmsweise nicht. Jetzt
fahr da mal hoch. 9-9, also mittlerweile hat sich da das Momentum ganz klar gedreht. Jetzt haut der KR hier ab, aber der verschießt und mit dem nächsten Treffer macht er ihn weg. Sehr gut. Aber es ist noch lange nicht rum. So, der Uni, der ist natürlich eine dicke Nummer, weil er hat hier seinen Durchschlag, ist nämlich nicht so hoch. 198 ist okay, aber gefühlt für einen Uni könnte man 500 brauchen. Aber ein bisschen seitlich kommt er jetzt gut drauf und da kriegt er dann den Schaden rein. Der Uni fährt auch einfach schnurstracks gerade zurück, da wird er zur kleinen Damage-Pinata jetzt. So, aber jetzt läuft's. Bisschen zu niedrig, aber der Damage-Counter steigt beträchtlich. Mittlerweile 3782 jetzt auf den Jagdpanther. Ah, der guckt jetzt aber ihn aber ganz böse an. Er sollte sich hier schleunigst verdünnisieren. Und noch eine Arti, das heißt, wenn er es jetzt schafft, an den Jagdpanther seitlich ranzukommen, dann hat er alles richtig gemacht. Jagdpanther darf sich eben nur nicht mitdrehen. So, das macht er aber, natürlich. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt kann er warten, bis der Löwe hochkommt. Der Löwe gibt ihn dann nämlich seitlich einen. So. Und jetzt geht der Jagdpanther nämlich auf den Löwen. Das heißt, jetzt kommt er ran und kann jetzt da sich ordentlich auf ihn austoben. Man könnte ihn jetzt auch ketten. Ah, da hätte er ihn früher ketten können, ketten müssen. Dann hätte er sich hier leichter gemacht, aber so halt unten auf die Frontplatte drauf. Dann passt es auch. Dritter Kill. Und jetzt nur noch die Arti. Ja, die Arti nimmt hier noch einen mit. Denkt sich, okay, bevor es mich erwischt, nehme ich noch den Löwen raus. So, da ist jetzt die Arti. Haut einem drauf. Erster Hit. Zweiter Hit, jetzt muss er fahren, ja. Gott sei Dank hat er sich da ein bisschen bewegt. Und der dritte Hit, ganz knapp, geht er dann auch ins Ziel und beendet die Runde mit 4628 Schaden und über 1600 XP. Eine sehr nice Runde, die eigentlich lange Zeit nicht so danach ausgesehen hat, als ob die hier noch gewonnen werden kann, aber hat sich dann gut gedreht. Dementsprechend war dann das Momentum auf der Seite seines Teams. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch weiterhin auch solche geilen Runden. Bis zum nächsten Mal, euer Ikaramba.